Ja, ich werde an den Tagen der deutschsprachigen Literatur teilnehmen. Für alle, die es nicht wissen, der Bachmann-Preis ist ein sogenanntes Wettlesen. Wir werden im Fernsehapparat unsere Texte live vortragen. Eine Vorstellung, die mich natürlich überhaupt nicht nervös macht. Dieses Jahr im Jänner habe ich mich dazu entschieden, ungefragt einen Text einzusenden, wie es normalerweise nicht sonderlich erfolgsversprechend ist bei diesem Wettbewerb. Habe dann aber sehr schnell von meinem auserwählten Juror, nämlich Klaus Kastberger, eine Nachricht bekommen, dass ihm der Text sehr, sehr gut gefallen hat und wurde tatsächlich vor einigen Monaten schon nominiert. Der Text, den ich eingesandt habe, ist angelehnt an historische Vorkommnisse in meiner Heimatgemeinde Hinterbrühl, wo eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen war und wo am Ostermontag 1945 hunderte Häftlinge zu Tode kamen, teils durch Benzininjektionen, teils durch einen Todesmarsch, der wieder zurück nach Mauthausen geführt wurde. Für mich besonders bewegende war, dass sie in einem Schauberger, in einer heutigen Touristenattraktion sozusagen, namens Seegrotte, ziemlich beliebt bei ausländischen Touristen, Flugzeugteile zusammengeschraubt haben unter den schrecklichsten Bedingungen unter Tage. Und diese Geschichte wollte ich zu einem Text verarbeiten. Und nachdem ich das schon so viele Monate weiß, wurde natürlich auch schon das Videoporträt produziert, das ich unten verlinken werde in der Beschreibungsbox. Und zu dem ich jetzt ein kleines Making-of zeigen werde, um dieses Video nicht ganz so langweilig zu gestalten und nur in die Kamera zu reden. Und auch das war eine ganz interessante Erfahrung und wir haben es eben entsprechend der Geschichte in der Seegrotte gedreht. Wenn ihr das seht, dann ist schon in einem Monat. Aber ich durfte nichts sagen. Wir drehen gerade ein Porträt, ein Autorenporträt für den Bachmann-Preis. Und wir sind in der Seegrotte, in der Hinterbrühl, wo ich aufgewachsen bin, um bei diesem wunderbaren Licht ein paar tolle Bilder zu bekommen. Ja, also nein, ich spreche eigentlich mit meiner Handykamera. Also wir sind hier in der Grotte für einige Stunden und es ist eiskalt eigentlich. Und ich lese hier Tweets. Tweets aus den Jahren 2017 und 2018. Dieser malerischen Seekulisse. Also die Dreharbeiten nehmen hier gerade eine interessante Wendung. Ich soll nämlich hier in diesem Schlafsack auf dem Boden schlafen. Der Kameramann hat gerade gesagt, etwas, dem ich nur sehr beipflichten kann. Wir machen das so deppert, dass es wieder genial ist. Und ich glaube, das gelingt uns auch ziemlich. Jetzt gehen wir gerade runter zum See. Es ist übrigens der größte unterirdische See Europas. Und werden jetzt mit dem Boot einmal im Kreis fahren und dabei noch ein paar unwiderstehliche Szenen drehen. Das wäre eine Möglichkeit. Bin ich jetzt da eingesperrt, da war auch schon der D'Artagnan bei den drei Musketieren drinnen. So, da filmen wir raus. Das ist keine Chance. Ja, stimmt leider, ich muss da drin bleiben. Letzte Einstellung in einem Turm. So, it's a wrap. Fertig. So, und ich erhole mich jetzt von dieser Kälte im wunderschönen Garten meiner Eltern. Tada! Und ihr lieben Menschen aus der Zukunft, wenn ihr dieses Video seht, dann bedeutet das, dass ich jetzt in einer halben Stunde hinaufgegangen sein werde, um das Video zu schneiden. Und ich hoffe, die Welt hat sich nur zum Besseren verändert inzwischen. Ciao!